Das Unterallgäu ist eine schöne, leicht hügelige Landschaft mit Bächen und Wäldern. Vom Alpenkamm weit genug entfernt, daher touristisch nur an manchen Stellen erschlossen. Landwirtschaft und auch Gewerbe prägen die Gegend. Und man findet hier noch Ruhe und Menschen, die Besonderes schaffen. Wie hier in Katzbrui, einer alten Getreidemühle aus dem 16. Jahrhundert. Versteckt in einem Tal in der Nähe von Köngedried. Max Endras hat das Gebäude vor etlichen Jahren gekauft und ein Gasthaus in der alten Stube eingerichtet. Seine Tochter Marina Schneider ist jetzt die Chefin hier. Heute ist das erste warme, sonnige Wochenende angesagt. Man erwartet viele Gäste und auch noch eine Gesellschaft. Ist da heute eine Veranstaltung oder was ist da heute? Ja, eine Hochzeit. Ja. Ja. Das ist ja cool da. Bleiben die bei euch dann auch über Nacht, die Leute, oder fahren die daheim? Ein paar, die es weiter weg haben zum Fahren, wo weiter weg wohnen, die bleiben dann da. Und das Brautpaar. Und der Rest fährt wieder heim. Die alte Mühle war es, die Max Endras damals vom Kauf des Anwesens überzeugt hat. Er lässt sie für uns laufen. Mehl wird hier nur noch zum Vorführen gemahlen. Max, das ist ja eine wunderschöne Mühle. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das war eigentlich Zufall. Das war 1991. Da war hier alles leer gestanden. Also es war ganz ruhig und über Jahre lang war hier niemand mehr. Und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Mensch, das wäre doch ein Objekt, das wäre doch toll. 90% meiner Freunde haben wir natürlich abgeraten, mitten im Wald, da wird doch niemand kommen, da eine Kneipe zu machen. Haben wir gesagt, doch, das machen wir. Und natürlich, das Erste war natürlich auch diese Mühle wieder in Gang zu setzen und wieder herzurichten. Das ist ein schöner Platz. Da kommen viele Einheimische auch, oder? Ja, beides. Es kommen Einheimische, es kommen Leute von weiter her. Es hat ein großes Einzugsgebiet, kann man sagen, bis München, Augsburg zum Teil. Und natürlich viele Ausflügler mit Radl, Motorrad, wenn es schön Wetter ist. Bei dir kann man auch wohnen und so, oder? Du kannst da so richtige. Wir haben ein kleines Hotel dabei, wo man übernachten kann. Hier sind also zum Teil Urlauber, kommen ein bisschen, die von hier aus das Allgäu erkunden. Und natürlich auch Leute, die hier feiern und einfach übernachten wollen. Nachdem Max Endras seine alte Mühle restauriert hatte, wollte er einen Ort der Besinnung schaffen und gestaltete zusammen mit einem Freund im Quellgebiet neben der Mühle eine kleine Kapelle.
Ja, die haben wir selber gebaut vor 6 Jahren. Sehr schön. Mit dem Lichtkreisel da oben und Sauna. Da kann man dann jetzt im Sommer, wenn es dann warmer wird, können wir dann Wasser rein tun, da unten an dem Mühlstein. Und das wird dann von unten beleuchtet. Und wenn das dann über diese Glasplatte fließt, dann wirft es da an dem Blauen, in der blauen Wand, das sind da so Glasflecken mit einbaut, dann hat es den Effekt, dass das Licht so immer nach oben zieht, hier bis zu dem Mittelpunkt. Das ist echt schön von der Symbolik, also ins Licht, oder? Und dann und vor allem auch, wie man schon hört, wenn man jetzt wenig Leute sind, die Akustik. Die ist also ganz toll da herin. Auch wenn jetzt Leute herin sind, dann wird es ja noch mal gedrückt. Aber das ist schon ganz, ganz schön. Also man kann hier schöne Sachen machen mit Musik und Gesang natürlich. Es gibt keine direkte Symbolik, was jetzt auf eine Religion direkt hinweist. Aber wenn jetzt heute einfach welche kommen, die bringen ihr Kreuz oder je nachdem eben mit. Aber der Raum selber, der ist einfach für alle da. Wir haben mal so genannt, so Raum der Mitte, wo einfach auch hier diese, ja, man kann sich hier auch sammeln und ja, meditieren, machen auch viele. Ja. Wir fahren weiter Richtung Norden, nach Kamlach. Genauer gesagt nach Unterkamlach. Dort soll eine Künstlerin leben, die Araberpferde züchtet. Das alte Milchwerk St. Mang ist ihr Zuhause. Noch, denn die Gemeinde hat andere Pläne mit dem Gebäude. Sie bereitet langsam ihren Auszug vor. Alexandra Vogt heißt sie. Hier hatte ich früher meine Bilder. Das sind jetzt nur noch so ein paar Leftovers, weil ich gerade am Einpacken bin, weil ich ja ausziehe am Ende des Jahres. Und jetzt ist es halt gerade alles so in der Auflösung. Und es hat auch ein bisschen gelitten die letzten Jahre, das Haus, also mit so kaputten Fensterscheiben. Also ich habe es immer ein bisschen mehr behütet. Also hier ist noch so ein bisschen Krempel, der muss noch verarbeitet werden zu einer Skulptur. Und hier sind 2 Pferdchen, also 2 von 20. Hallo. 2 Wildpferde. Hallo. So. 2 Araber. Keine Angst, große Pferde. Just so. Ja. Die habe ich als Fohlen gekauft von einem Gestüt hier in der Nähe. In Weidnau. Und die kommen aus so einer ganz speziellen Zucht. Das sind Vollblut-Araber und die sind ganz wertvoll. Also die werden eigentlich nur nach Dubai und so verkauft. Ja. Und dann gibt es immer so welche, die entsprechen nicht so ganz der Norm, also dieser Zucht, diesem Zuchtziel. Und die kommen dann immer zu mir. Und deswegen habe ich auch 20. 20 Weil die fallen so ein bisschen durchs Raster. Also die zum Beispiel ist so ein Tick zu lang. Und die andere war zu scheu, aber die sind jetzt alle total lieb und schnell und schön. Und, ja, genau. Die ist zum Beispiel die Schwester von so einem Weltchampion.
Aber die hat nicht funktioniert. Also genauso wie das Haus, das hat ja auch nie funktioniert. Und solche Sachen, die kommen dann zu mir. Und dann fügt sich das hier zu so einer eigenen Welt. Und dann funktioniert das alles. Ja, das sind jetzt die Hallen, also das ehemalige Atelier. Das ist auch schon leer, weil ich ja schon alles eingepackt habe. Und das sind halt die perfekten Räume für die Kunst, finde ich. Ja, das sind noch die Original. Dekos aus den 70er Jahren. Ja. Die habe ich alles so gelassen. Das war so, als ich es gekauft habe schon. Kann man auch das Licht anmachen. Das ist jetzt deine Wohnung, Alexandra, oder? Ja. Ganz oben drum. Ja, das war das erste. Also das haben wir zuerst ausgebaut. Das war ja auch so eine Halle wie die anderen. Und ja, das ist die Wohnung. Da ist halt ruhig. Es ist halt wie so eine Fototapete hier. Das ist ziemlich schön, man gewöhnt sich halt dran. Merkt natürlich auch sofort, wenn sich was verändert. Ab und zu läuft mal einer durch. Aber es ist schon sehr beschaulich und super Sonnenuntergang jeden Tag. Und so ganz alleine im Haus ist das nicht? Wärst du aufgefragt, dann sehr wahrscheinlich, aber das verlieren wir ja. Ja hier. Nee, da ist eigentlich, ich fand das immer super hier allein. Ich hatte nie Angst, es ist auch nie was passiert. Also es war immer alles offen. Ich habe ja auch keinen Hund oder sowas. Nee, ich fühle mich hier sicher. Also man entscheidet halt jeden Morgen, wie man den Tag so gestaltet. Je nachdem, ob es regnet, Sonne scheint, Pferde ausbrechen oder nicht. Oder was auch immer, wenn dann Fohlen kommen. Also es vergehen halt Jahre und Monate. Also wie, man lebt halt mit der Natur irgendwie, gell? Mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also ich gehe dann auch immer ins Bett, wenn es dunkel wird. Und stehe auf, wenn es hell wird. Mich nervt es mittlerweile total, wenn ich aus diesem Rhythmus komme. Wenn ich irgendwo hin muss oder so. Also man wird halt Teil von was. Man ist nicht mehr so gesteuert durch, ich muss dieses und jenes erreichen, gar nicht. Und trotzdem passiert alles. Also es war echt phänomenal, weil ich hatte ja dann doch plötzlich, es ist alles hierher gekommen. Es kam alles von selber. Also ich musste es mir eigentlich nur vorstellen und dann ist es auch passiert. Ja, man wird halt schon auch ein Einsiedler ein bisschen, aber nicht negativ, würde ich sagen. Sondern eher für die Welt, weil man dann halt auch erholt wieder rausgeht und auch was zu bieten hat, was man hier halt so in der, aus der Muße und aus der Zeit und aus dem eigenen Rhythmus halt auch machen kann. Pfaffenhausen. Wir sind dem Flug der Störche gefolgt und bei einer Brauerei gelandet. Hans Roth ist hier der Chef. Das ist Storchenlager. Ja. Das ist momentan umfunktioniert als Storchenlager. Das sind unsere Großen, die haben wir schon gehabt für Ausstellung. Für die Regionalmesse haben wir die gehabt schon. Hans, aus welcher Zeit ist das Budel? Also das ist so ungefähr 20er, 30er Jahre. Man sieht da ganz gut den Übergang von der Pferdefuhrwerke zum LKW. Man hat jetzt hier schon ganz historische LKW, sieht man hier von uns. Wir haben also eine Landwirtschaft auch gehabt bis 1957. Und in den 20er, 30er Jahren war die Landwirtschaft natürlich voll aktiv. Gell? Also da waren wir richtig bei. Und ein bisschen Bier haben wir dann auch schon gemacht. Aha. Und dann später ist dann die Landwirtschaft weniger geworden. Dann hat man die Landwirtschaft aufgegeben und nur noch Bierbrot.
Hier, das war die Zeit, wo wir noch Holzfass abgefüllt haben. Wir haben die gepicht hier hinten. Und das gibt es leider nicht mehr jetzt so. Aber die Holzfass habe ich alle noch. Die sind im alten Eiskeller noch eingelagert. Mein Opa hat schon viele Sachen weggeschmissen. Das war ja damals die Zeit, wo man aufgeräumt hat und vieles Nostalgische eigentlich nicht interessant war. Und die Holzfass hat er vergessen. Die liegen nämlich immer ganz hinteren Keller. Und da war es zu viel Arbeit, die rauszunehmen. Und zum Glück hat man die vergessen und die sind halt alle noch da. Das ist jetzt interessant, das alte Kühlschiff, und das sieht man heute noch. Und da gehen wir nachher hinauf, das schauen wir uns an. Das ist der Altbau noch, der gut erhaltene Altbau. Und da möchte ich eine Storchenbeobachtungsstation drauf machen, dass man die Störche im Ort, wir sind ja die Storchenbräu, und wir haben viele Störche im Ort mittlerweile wieder, dass man die anschauen kann. Hans ist auch ein Mensch, der immer neue Ideen hat. Was andere abreißen würden, erweckt er zu neuem Leben. So, jetzt kann man das mal sehen hier. Ja, und das war früher, was war das früher, Hans? Das war früher ein Kühlschiff. Und da war jede Brauerei hat so ein Häusle auf dem Dach gehabt. Das war eine Badewanne, eine flache Badewanne. Und da war die Würze drin mit einer großen Angriffsfläche, dass es möglichst schnell runterkühlt. Genau. Und was hast du jetzt damit vor? Da willst du was machen, oder? Da will ich jetzt was machen einfach. Es bietet sich an, dass man hier eine Storchenbeobachtungsstation draus macht, das Kühlschiff erhält und da wie ein Geländer rum, ein komplett rum umlaufendes Geländer. Und nach der Führung, ich mache eine Brauereibesichtigung, und da möchte ich dann nach der Führung hier oben jeder Bierverkostung und Ferngläser hängen da von der Decke runter und jeder kann dann Storche anschauen im Ort. Wäre cool. Also ich glaube, das mache ich. Das ist schon ziemlich, die Idee ist schon fortgeschritten. Ja, jetzt schauen wir mal hinaus und schauen mal die Störche an. Jetzt ist schon mal der erste Blick, wie die Sicht davon da oben ist. Das Bräustübel der Brauerei steht momentan leer. Das ist jetzt das alte Bild. Das ist, ah ja. Also das haben wir als Graffiti umgesetzt. Das ist ein altes Kalenderblatt von 1920. Und hinten haben wir so eine alte Fassade gehabt. Und die war halt so eine alte Eternitplattenfassade. Und hat der Maler zu mir gesagt, ja, schöner wird das auch noch mal, wenn man es anstreicht. Und ich gesagt, was können wir machen? Hat er gesagt, mal halt ein Bild drauf. Ja, und dann war die Idee gleich vom Graffiti-Storch geboren. Und dann haben wir zufällig dieses Motiv entdeckt. Und das haben wir dann hergenommen. Und letztes Jahr im Frühjahr sind dann drei Mann aus Berlin gekommen und haben das bei uns an die Wand hingemalt. Das ist der Saal und den hat man hergenommen für Fischereiversammlungen, auch Feuerwehrversammlungen und so weiter. Und den wollen wir natürlich schon wieder gängig machen, das Ganze. Wir suchen ja dann einen Wirt, ab nächstes Jahr suchen wir einen Wirt, der übers Wochenende das wieder aufmacht. Und zurzeit haben wir so viele andere Baustellen gehabt. Aber das ist ein schönes Wirtshaus noch und das muss man schon wieder beleben, also das möchte ich schon. Und mittlerweile, momentan ist es halt gerade ein bisschen ein Lager, darum stehen da so viele so komische Sachen rum. Flugapparate, ja, oder was? Und das ist ein alter Doppelrab von 1952. Das war das erste Schulungssegelflugzeug nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein Doppelsitzer und das war aus Kostengründen, hat man nur eine Knüppelbelegung damals gemacht. Und da hat der Schüler war vorne geguckt und der Lehrer überhöht drüber und hat dann bei Bedarf über den Schüler drüber gelangt und hat dann da eingreifen können. Also ganz eine wilde Sache. Man sieht halt die Scheibe noch, die große Scheibe und diese Gitterrohrkonstruktion, verrückt. Ja, Wahnsinn.
Wir sind wieder zurück bei Alexandra Vogt in Kamlach. Heute erwartet sie zwei Freundinnen zum Ausreiten. Dafür muss sie die temperamentvollen Araber vorweg erst einmal bewegen, damit sie sich dann entspannter reiten lassen. Die Vollblutpferde sind für Distanzritte geeignet. Sie brauchen viel Bewegung. Alexandra ist mit ihnen in ganz Europa unterwegs. 160 Kilometer Tagesetappen sind für sie normal. Da kommen viele Reiter an ihre Grenzen. Alexandras nächster Plan ist es, von Kamlach in mehreren Etappen nach Portugal zu reiten. Das ist der Element, oder? Ja, ja, das ist mein Daily Business. Das ist meine Arbeit. Oder mein Leben. Oder beides halt. Die sind ja bei mir geboren, die drei. Und die, ich meine, die leben ja ganz wild. Die kommen jetzt ja auch direkt von der Koppel, kurz in den Stall rein. Und die sind eigentlich gar nicht erzogen oder sowas. Also die sind halt nur geritten. Also ich hab die halt. Die leben halt bei mir und ich reite mit denen. Und wenn ich andere Leute reiten lasse, dann muss man sie halt vorher ein bisschen müde machen. Machen sie das auch mit, aber die sind jetzt nicht im klassischen Sinne so funktional, dass man sagt, da kann jetzt jeder irgendwie im Kreis reiten oder so, ja. Genau, und die Franzi, die war schon überall in Italien, in England.